Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie sei mit euch allen. So hört man es oft von der Kanzel in der Kirche, und mit diesem Wochenspruch aus dem 2. Korintherbrief sage ich ganz herzlich willkommen heute an dem Sonntag Trinitatis. Ein letztes Mal vorerst neben der Kirche, denn ab Juni feiern wir auch wieder Gottesdienst in der Johanneskirche, passend zum Beginn der Trinitatiszeit. Trinitatis. Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen und doch eins. Es ist kein leichtes Thema, das diesen Sonntag in den Blick nimmt. Es bleibt ein Streitpunkt zwischen den Religionen und auch innerhalb des Christentums, diese Idee von einem Gott in dreien. Und dabei sagt sie zugleich so viel über das Wesen Gottes aus. Gott ist umfassender, als wir das begreifen können. Er ist viel mehr, als wir erklären können. Er ist so vielfältiger, als unsere Sprache sie in Worte fassen kann. Und doch, alle Geschichten erzählen, wie Gott immer wieder die Begegnung mit uns Menschen sucht. Gott in der Vielfalt ist ein Gott in Beziehung. Eine gesellige Gottheit hat der Theologe Kurt Martis einmal genannt. Das, was wir nur so schwer erklären und auch begreifen können. Von Anfang an ist er Geselligkeit, Rhythmus und Beziehung. Er ist lebendig und dynamisch. Er ist in sich selbst Beziehung, Kommunikation und Austausch. Gott kann und will nicht für sich sein. Und auch wenn das Ganze so schwer zu begreifen scheint, erzählen alle Geschichten doch immer wieder von einem Gott, der immer wieder aus sich herausgeht. Als Vater erwählt er sich ein Volk. Als Sohn kommt er für alle Menschen zum Heil und im Geist kommt er jeder und jedem nahe, als Begeisterung, als Tröster und als Liebeskraft. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Liebe, Gnade, Gemeinschaft. Eine Gottheit, die vibriert vor Lust, vor Leben, die überspringen will auf alles und auf alle. Das ist das Wesentliche und das ist das Wunderbare, und vielleicht reicht es erst einmal, das zu begreifen, ohne die großen Dogmen zu verstehen. Gott sucht uns immer wieder in aller Vielfältigkeit, sucht Beziehung, ist Beziehung, bleibt in Beziehung. Gott sei Dank. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die Liebe Gottes, sie sei mit euch allen. Amen. Wir beten. Barmherziger Gott, du hast dich nicht schweigend in dich selbst verschlossen. Du hast geredet und redest auch heute zu uns. Nicht immer verstehen wir dich, nicht immer können wir begreifen. Aber wir bitten dich, ergreife du uns immer wieder. Fordere uns heraus, nimm uns mit in deine Bewegung, nimm uns mit in deine Begegnung. Schenke uns Liebe, Gnade und Gemeinschaft. Amen. Und so segne uns Gott. Er lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden.